Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute sind wir mal wieder als Polizist auf Notruf Hammerdruck unterwegs und mal gucken, was uns in der heutigen Schicht so passiert. So, hier scheint schon irgendwas los zu sein. Wobei, nee, das sieht alles okay aus. Dann fahren wir mal weg. Hier wurde ein Standort beim Prison geteilt, aber das, da fahre ich jetzt mal nicht an, sondern ich fahre mal dem Lambo hinterher. Oh, oder, ups. Weil den werde ich jetzt zu 100% blitzen können, wenn er gleich wegfährt. Gut, einmal blitzen. Okay, ich habe jetzt eine Person geblitzt, direkt zum Anfang der Schicht. Ja, also, wie ihr seht, ist das Notruf Hamburg Update, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich spiele, noch nicht draußen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wann das Update rauskommen wird. Wir werden es sehen. Ja, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass in der letzten Schicht sehr, sehr viel Action war und mal sehen, ob es diese Folge wieder so wird. Ich bezweifle es, aber wer weiß. Okay, wir haben Einsatz reinbekommen, dass ein Police Officer down ist. Also, so viel zum Thema. Diese Schicht wird einfacher. Ist bei der Bank. Okay, hier ist ziemlich viel los. Alles klar. Wer ist denn der Täter? Ist vielleicht jemand auf dem Dach? Das könnte natürlich sein. Sieht jetzt aber nicht so aus. Da läuft auf jeden Fall, wenn die Bank rein. Ich mache nochmal mein Auto aus und laufe dann mal direkt dahinterher. Okay, da passiert nichts. Wir machen mal die Polizei-App auf und gucken, ob er wanted ist. Nein, natürlich nicht. Das heißt, er wollte uns einfach nur ein bisschen verarschen, ne? Ja, das heißt, hier sieht alles gut aus. Ronja, warum hast du so wenig HP? Nicht, weil du wanted bist, auf jeden Fall. Boy, bist du wanted? Nein, anscheinend nicht. Das heißt, ich glaube, wir fahren hier dann mal weg. Weil ich denke mal, dass es hier nichts mehr für uns zu tun gibt. Warum tasern die die jetzt ganz? Okay, jetzt ist sie aber auf jeden Fall wanted. Oh, Kollege, was machst du da? Ja, toll. Kollege, das war jetzt nicht so die schlauste Aktion, würde ich mal sagen. Dann holen wir mal ein RTW. Und es ist unsere Festnahme geworden. Auf jeden Fall sehr, sehr toll. Also, erste Festnahme des heutigen Tages. Ich denke mal, sie wird nicht lieben, weil sie auch gerade ganze Zeit gewartet hat auf den tollen Sunny. Was wird das jetzt? Das wird auf jeden Fall sehr tolles Fell-RP. Okay, was wollt der denn jetzt von mir? So, dann fahren wir hier mal schnell zum Gefängnis, ohne dass wir von irgend so einem Typen verfolgt werden. Ich habe mal eine Frage an euch. Die könnt ihr mir vielleicht in den Kommentaren beantworten. Kann es sein, dass sich die Steuerung von den Autos irgendwie verändert hat? Weil irgendwie ist die Steuerung komplett anders, als ich es gewohnt bin. Und direkt hier vorne beim Juwelier wird gerade Unterstützung angefordert von irgendeinem. Fahre ich gleich mal hin, aber sah irgendwie ziemlich ungefährlich aus. Aber kann ich ja gleich mal um die Ecke gucken, ob er da wirklich Unterstützung braucht. Hier scheint jedoch nichts los zu sein. Ich kann ja mal gucken, ist der wanted? 3 Mori. Der ist komplett wanted. Warum nimmst du ihn denn nicht fest? So, ersten festgenommen. Und dann gucken wir auch nochmal, ob sein Kollege der Partymanager wanted ist. Nein, ist er nicht. Okay, das war ziemlich random. Also, keine Ahnung, warum der Kollege da jetzt nicht auf seine Polizei-App auf dem Handy geguckt hat, um ihn festzunehmen. Aber ist okay.
Dankeschön, Kollege. Sehr nett von dir. Warum auch immer der mich jetzt umfällt. Kollege, der Juwelier wird überfallen. Was wird das? Anstatt mich hier versuchen umzufahren, könntest du ja mal zum Juwelier fahren, der direkt 1 Meter neben uns ist. Und gucken, wer den überfällt. Aber nee, das wäre ja zu einfach. Was macht er denn? Warum fährt er denn gegen mich? Alle wieder verrückt. Ich habe 70 XP gerade für die Festnahme bekommen. Oh man. Ja, ich habe mich festgefahren. Super. Und ich bin runter. Perfekt. Mal gucken, ob die hier jetzt noch irgendwas planen. Die Ronja, die wird auf jeden Fall gleich wieder was machen. Aber noch ist sie nicht wanted. Das heißt, wir können hier jetzt mal wieder ganz entspannt rumfahren. Ja, während wir jetzt mal auf den nächsten Einsatz warten, können wir ja wieder ein bisschen reden. Denn es kommt ja bald ein Update. Und dazu, wenn ihr Infos haben wollt, könnt ihr gerne mein vorletztes Video angucken. Da habe ich nämlich alle Sneak Peeks euch erzählt und gezeigt. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt. So, ich bin jetzt hier mal zur Unterstützung da, denn der Mercedes von eben wurde hier bei der Tankstelle gesehen, würde ich jetzt nicht sagen, da bin ich zufällig dran vorbeigefahren. Ich konnte anscheinend alle seine 4 Reifen platzen lassen. Der Kollege ist irgendwie gedespawnt, das heißt, ich bin der Einzige, der ihn jetzt verfolgt. Er fährt geradeaus aufs Hafengelände. Mal gucken, was ich da jetzt mache. Und ich konnte ihn tasern. Schön, also die Schicht läuft bis jetzt relativ ruhig ab. Schon ein paar Festnahmen gehabt, alles entspannt. Da scheint es einen Brand zu geben. Aber das ist mir jetzt gerade nicht so. Also ist mir relativ egal eigentlich. Und wir haben eine versuchte Festnahme bekommen. Und das war unserer. Ja, der ist gelieft. Schade, Marmelade. Hat man das eigentlich? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, fahren wir einfach ganz normal weiter unsere Streife. Also wenn man mal guckt, wir sind 11 Polizisten und eine Feuerwehr. Und eigentlich sollte das Server voll sein. Beim Juwelier steht auf jeden Fall wer. Wisst ihr was? Ich mache mal so richtig Standard. Ich mache eine Verkehrsanhaltung. Eine Kontrolle so. Weiß, der fährt jetzt nicht weg. Platziert ihm einen Stopstick und er ist toll. Er ist zwar nicht wanted, aber trotzdem möchte ich eine Verkehrskontrolle machen. Hallo? Sag mal. Okay, es gibt was Wichtigeres. Ein Police Officer ist down. Was mach? Leute. Okay, der Police Officer ist da down. Ups. Da fährt aber gerade ein SEK hin. Die Tankstelle wird überfallen. Und komisch. Da steht ein Polizeiwagen. Aber nee, alles gut, okay. Ich hatte gerade wieder Flashbacks ans letzte Mal. Ich dachte, da hilft jetzt ein Polizist dem Täter. Hätte ich mir sehr gut vorstellen können. So ist aber anscheinend nicht der Fall. Zumindest hoffe ich das. Auf jeden Fall wurde da jetzt bei dem, wo der eine Officer down ist, Unterstützung angefordert. Da wollte ich jetzt eigentlich schnell hinfahren, aber nee, der Kollege musste mir da ja den Weg versperren. Und mein Fahrzeug ist so gut wie kaputt. Was ist hier los? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen Übersicht erlangen. Mit Glück kann ich jetzt vor dem Stopstick platzieren. Und die haben sogar gewirkt. Das heißt, der schwarze Mercedes ist wanted. Der fährt nach links weg. Es ist so ein langer Weg zu meinem Auto. Aber wir sind ja alle Trick 17. Wir sind ja hier BWL-Studenten. Kappa. Wir fahren jetzt hier durch die Innenstadt lang. Dann sollten wir den eigentlich hier irgendwie abfangen können. Da genau. Ja. Okay, das ist schön. Ja, hier toll. Jetzt sind hier mehrere Mercedes. Alle Fahrzeuge, die hier sind, sind Mercedes. Vito, E-Klasse und eine C-Klasse, I guess, oder S-Klasse.
Ja, keine Ahnung, ob der das ist. Eigentlich dürfte das nicht der sein, den ich suche, weil der hat eigentlich zwei platte Reifen. Das heißt, ich muss mal zu dem da hinten fahren und mal vorbeischauen, was da so los ist. Okay, der Toolshop wird überfallen. Da können wir ja mal hinfahren sonst. Nee, machen wir doch nicht. Okay, die anderen beiden Reifen sind jetzt auch platt. Das ist auch schön. Dann fahren wir nicht zum Toolshop, sondern kümmern uns erstmal um den hier. Sitzt hier noch einer drin? Eigentlich sollte hier noch drin sitzen. Nur ich habe keine Stamina mehr. Kollegen, spähen doch einfach aus mit der Tasse U. Und ich habe ihn nicht getroffen. Natürlich schade. Kollege, was wird das hier? Ich warte jetzt einfach. Ah, den sollte der SEKler bekommen. Ja, hat er. Das heißt, wir können hier gleich mal, wenn unser Stamina aufgefüllt ist, nach da hinten zu unserem Fahrzeug rennen. So, hier ist das Fahrzeug vom Täter mit vier platten Reifen. Und mal gucken, da hinten ist ja alles gut. Da war der Toolshop überfallen worden, aber das ist ja jetzt schon ein bisschen her. Hier wurde bei der Bank wieder Unterstützung angefordert. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas helfen können. Aber SEK ist schon vor Ort. Aber dann sieht hier alles an sich soweit in Ordnung aus. Der Juwelier wird überfallen, aber das ist schon ein bisschen her. Da sollte jetzt eigentlich alles okay sein. Ja, Polizei ist vor Ort. Wobei, ich sehe auf jeden Fall einen lila Mercedes flüchten. Ich habe zwei versuchte Festnahmen bekommen. Ist auf jeden Fall schön. Na gut, hinter Mercedes würden wir, glaube ich, normalerweise hinterherkommen. Aber da unser Auto so gut wie relativ kaputt ist, wird das auf jeden Fall schwieriger. Alles klar. Und dass ich da noch so beschissen fahre, ist jetzt nicht förderlich. Was macht ihr denn hier? Nein, 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 nein. So, da. Okay, ich fahre jetzt ganz vorsichtig. Bitte, lass mich in Ruhe, okay? Ich habe keinen Bock, dass mein Fahrzeug komplett kaputt ist. Vorsicht, Kollegen, bitte. Wirklich, Kollegen. Dankeschön. Sehr, sehr reizend von Ihnen. So, ich fahre jetzt lieber erstmal einmal zum ADAC-Gelände. Da ist der lila Mercedes. Und den können wir uns aber nicht kümmern, weil ich, wie gesagt, erstmal mit Fahrzeug reparieren muss. Und danach muss ich auch mal tanken für wieder 500.000 Euro. Aber zum Glück ist hier um die Ecke ja direkt eine Tankstelle. Hier haben wir den Mercedes. Können wir den ausbremsen? Ich habe noch 6 Liter im Tank und mal gucken, ob das was wird. Habe ich überhaupt Lichter? Nein. Ja, du kannst mir doch nicht sagen, dass er da durchkommt. Hallo. Okay, der ist wanted anscheinend auf jeden Fall. Das heißt. Anscheinend auf jeden Fall. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall hinterher. Gut. Ah! Ich war vor einer Sekunde beim ADAC und direkt ist mein Auto wieder kaputt. Ich komme mit einer neuen Steuerung nicht klar. Ich bin mir zu 100% sicher, die Steuerung wurde verändert. Ja, verloren. Schade. So, dann fahren wir mal eine Runde tanken. Für, wie gesagt, 450 Euro. Knapp 450 Euro. Wieder Minus. Wir sind auch bei 147.000. Classic VW sollte eigentlich kein Problem sein. Der sollte ganz entspannt sein. Aber da war gerade ein Auto. Oder war. Nee, das sollte eigentlich alles in Ordnung sein. Fahren wir mal weiter. Der
blaue. Schade, den hätte ich gerne geblitzt. Weil der auf jeden Fall deutlich zu schnell war. Aber na gut, weiter geht's. Okay, bei der Bank steht der Porsche. Der Porsche war vorhin, glaube ich, auffällig an sich. Das heißt, ich laufe hier jetzt mal rein. Jetzt gehe ich, damit man meine Schritte nicht mehr hört. Also der Tresor ist grün, aber ich sehe hier niemanden drin. Das heißt, alles in Ordnung. Dann gehen wir mal wieder raus. Gucken, ob hier wer drin ist. Nein, sieht nicht danach aus. Das heißt, wir fahren wieder ganz normal auf Streife. Jo. Schwarzer Mercedes. Nicht mein Freund auf jeden Fall. Allgemein Mercedes sind heute definitiv nicht mein Freund. Aber dem kann ich nichts nachweisen, weshalb ich jetzt einmal zum Kaufautomatüberfall fahre, der hier hinten beim ADAC ist. Weil da kann ich mir auf jeden Fall sicher gehen, dass da eine Straftat begangen worden ist. Lila Mercedes, ich komme. Willst du mich? Okay, aber der BMW sollte eigentlich auch ein Polizist sein. Eigentlich. Mach gerne dein Blaulicht an, wenn es so ist. Komm, hinter. Okay, viermal seine Reifen platzen lassen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Was ich sehr toll finde an Notruf Hamburg, wenn mir jemand hinten ans Hinterrad fährt, ich drehe mich direkt, aber wenn ich anderen ans Hinterrad fahre, da passiert nichts. Das könnte man vielleicht fixen, aber okay. Ja, okay, der BMW war auf jeden Fall ein Zivi. SEK! Also das SEK kann auf jeden Fall auch sehr gut fahren, aber ich kann im Moment mit dann. Okay. Das war knapp auf jeden Fall. Versuchte Festnahme bekommen, weil er liefen musste auf jeden Fall. Sehr, sehr toll. Das war knapp. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das heißt, ich fahre jetzt mal ins Krankenhaus, ne? Okay, ich habe Schritte gehört. Das ist im Krankenhaus meistens nichts Gutes. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Warum jagt er mir so einen Schreck ein? Ich habe nur diese Flügel und dann diese Waffe gesehen. Ey, ei, ei, ei. Nicht lustig. Gut, wir fahren hier dann mal nach rechts weg. Gucken, ob da noch Unterstützung gebraucht wird. Kann ja sein. Vielleicht war es aber auch nur eine Verfolgungsjagd und er wollte seinen Standort geben. So sieht's aber nicht aus. Okay, was. Eieiei, da wird aber noch was entstehen auf jeden Fall. Ein Kaufautomat wird überfallen da hinten. Wollen wir da mal hinfahren? Ja, zwei sogar. Vielleicht, das sieht. Der eine ist auf jeden Fall in der Parkgarage und der andere ist hier vorne vom VW, aber das kann ich nicht genau sehen. Aber zur Parkgarage kann ich auf jeden Fall fahren. Da steht kein Auto vor, dann wird hier ein Auto sein. Also gleich rauskommen. Das heißt, wir platzieren hier mal Stopsticks, wenn das gehen würde. Ja. Ja, Kollege, du wirst mich nicht umfahren. Doch, er wird mich umfahren können. Toll, ja. Das war's für ihn. Konnte ihn festnehmen, perfekt. So muss das. Das ist gute Polizeiarbeit. Und habe sogar zwei seiner Reifen noch platzen lassen, wofür ich nochmal 14 XP bekommen habe. Sehr, sehr wild auf jeden Fall. So, der Verdächtige ist noch da. Für den, denke ich mal, gibt es 30 XP. Da wird mich nichts Besonderes erwarten. Ja, 40 XP sogar. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. So, ich bin jetzt wieder zur Wache gefahren, denn ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. Auch wenn es nicht die spannendste war, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, könnt ihr trotzdem gerne ein Like und ein Abo dalassen. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Ja, ciao, ciao.